Hallo, willkommen zurück bei Agaris Zero. Ich habe in der Zwischenzeit eine Kleinigkeit erledigt. Was das ist, verrate ich aber erst, nachdem wir uns das nächste Event angeguckt haben. Also sei gespannt. Ja, der Krieg hat sich zu einem Stellungskrieg entwickelt. Keine Seite, weder die Guten hier noch die Bösen, können vorrücken. Aber das bedeutet auch, dass die Bösen immer stärker werden. Deshalb ist auch Giganda der Ansicht, wir müssen so schnell wie möglich eins dieser Artefakte organisieren, während Arsest eher der Ansicht ist, oder was heißt, er hat sich eigentlich noch nicht entschieden. Er weiß nicht, ob es gut ist, so ein Artefakt überhaupt einzusetzen. Da es um das Überleben geht, kann man nicht zimperlich sein in der Wahl der Mittel, meinte Giganda. Und Washto stimmt ihm dazu. Also, wenn entweder sie setzen das Artefakt oder finden das Artefakt und setzen es ein, oder sie werden alle draufgehen. Die Larva von der bösen Seite sind im Prinzip wie eine stumpfe Waffe. Sind zwar sehr zahlreich, aber unkoordiniert. Und wenn sich da ein Anführer finden würde, dann könnten sie viel extremer zuschlagen, als sie es jetzt schon machen. Und Macht als solche ist eben weder gut noch böse. Es hängt eben davon ab, wie man diese Macht einsetzt, ob eher zum Guten und zum Bösen. Und diese Larvas von der guten Seite werden die Macht dann ja auch für was Gutes einsetzen. So, und da hat sich auch ein neuer Vacation Day aufgetan. Und da oben links ist ein Event. Und jetzt verrate ich dir mal den Grund, warum ich diese Aufnahme gerade ein zweites Mal mache. Denn ich habe bei der ersten Aufnahme erst hier jetzt diesen Vacation Day dann noch rangehangen.
Und nach dem Vacation Day war auf einmal das Event hier oben weg. Das ist halt das Fiese bei Agarist, dass man unheimlich aufpassen muss, wo sind wann welche Events dazugekommen und ja, ist halt auch ein bisschen unfair, wenn ich das einfach, also so wie ich es beim ersten Mal gespielt habe, als ich, oder ich habe es ja noch nie durchgespielt, aber als ich das erste Mal Agarist angefangen habe, dann bin ich einfach so durch die Landschaft gezogen, habe die Events genommen, wie sie gerade lustig waren, die Entscheidung aus dem Bauch heraus getroffen, welche Antworten ich gebe und so. Das Problem ist dann aber, dass einem dann die Hälfte der Events entgehen und man in dem Spiel überhaupt nicht sinnvoll vorankommt. Also dann kann man noch so gut kämpfen, das nützt einfach nichts. Also machen wir jetzt das Event erst und später den Vacation Day. Mal schauen, was uns hier erwartet. Oh, Linda scheint krank geworden zu sein. Und Sayane möchte sich um die kranke Linda kümmern. Ja, ich lasse die Szene am besten mal unkommentiert. Ich habe das Gefühl, das war sehr japanisch, was wir da gerade gesehen haben. So, gut, dann geht's mal weiter mit dem Vacation Day. Ich speichere zwischendurch gerade noch mal eben ab. Werde das hier mal eben überschreiben. Das war ja der fehlerhafte Spielstand, wo ich zuerst Vacation Day gemacht habe und dann gerade noch gesehen habe, das Event war ja weg. Und das wäre doch tragisch gewesen, wenn wir das jetzt nicht gesehen hätten, oder? So, und den Vacation Day kenne ich jetzt natürlich auch schon. Letztendlich geht es die ganze Zeit nur darum, dass alle Mädels sich hier einen Badeanzug kaufen wollen. Und das hat mit der Hauptstory wenig zu tun. Ich habe mir den Vacation Day hier auch fünfmal durchgespielt, um diese versteckten Orte erstmal vorher alle zu finden. Eugene, du bist ein Spanner. だから、どうしようかなって。そうだ。ね、後で選ぶのに付き合ってくれない？
これもちょっと水着を選んでいるのですけれど、なかなか良いものが見つからなくて。あらあら、これはこれで隠しきれるでしょうかね。水着、僕はいらないのに、さや姉が無理やり買ったんだよ。だって僕泳げないし。本当？僕でも泳げるようになれる？Tetora kann gar nicht schwimmen, aber wenn du das noch nicht kannst, Tetora, das kann man jederzeit noch lernen, ist kein Problem. じゃあ、しっかり教えてね。港町からの露天商だそうですわ。少し覗いてみませんか。珍しい品物がいろいろありますわね。まあ素敵。どうですか、これ私に似合います？Ja, jetzt abends müssen wir die alle noch mal treffen, die wir am Tag auch schon getroffen haben.このパフェ、とっても美味しいんです。ジークさん、一口、いかがですか？たくさんあるわね。迷っちゃう。どれがいいかしら？これとかどうかしら。ちょっと違うかな。ねえ、ジークも選んでみてよ。少し私と歩きませんか？夜の散歩というのも良いものですね。Spaziergang ist okay, Sayana, aber bitte keine Haikus mehr, ja? こういう時は殿方がリードするものですよ。もう腕くらい出してくれてもいいじゃありませんか。ここから海見えるかなと思ったんだけど、さすがに無理だったね。ああ、宿に戻ろっかな。あ、昼間だったら見えたのかな。明日もう一回登ってみよう。Ja, wie schon gesagt, hat uns storytechnisch jetzt nicht weitergebracht, aber...Musste sein. Gut, dann speichere ich nochmal ab und dann gucken wir das nächste Event in der nächsten Folge an. Also macht's gut. Tschüss.